So, du Qualle mit der Hirnkapazität eines Planktons. Hallo. Oh. Ja, du bist das. Das ist schön, dass du uns auch mal hier besuchen, ne? Ich hab dich ja schon seit Athen noch nicht mehr gesehen. Hier rennt die ganze Zeit so ein Typ rum, ne? Der schiebt mir alles in den Arsch. Das ist richtig genial. Hier lebe ich zusammen mit Powder. Genau, so hieß sie. Und du, hast du nicht noch Sachen zu erledigen? Fick dich? Verstehe. Dann entspann dich und lass dir gut gehen. Kann ich aus ihm noch irgendwas rauslabern? Irgendwie? Okay. Ich kann ihm keine Belohnung mehr aus dem Knochen. Massa, kann ich dir irgendwie helfen? Ausziehen. Ja, ich gehe ja schon. Tää. So, wie spät haben wir es? 20.10 Uhr. Perfekt. Dann schleiche ich mich mal von hinten ans Haus an. Das habe ich nämlich noch nie probiert. Frage ist, welches Haus? Scheint gut zu sein. Das ist auch wirklich das einzige Haus, was offen ist hinten. Okay, ich gehe mal lieber vorne rein, um zu prüfen, ob das wirklich das richtige Haus ist. Sonst komme ich mir dabei ziemlich bescheuert vor, wenn das nicht der Fall ist. Frau Kind, perfekt. Jetzt muss ich nur noch warten, bis ein Männchen nach Hause kommt. Ach. Ah, ich bin schwach geworden. Wurf. Da kommt der Sack. Was? Sie ist kaum etwas außer Kuren. Kann man denn da gar nichts machen? Ich habe schon Kuren aus der ganzen Welt für sie ankarren lassen. Was glaubst du, was das gekostet hat? Du bist herzlos. Ist dein Geld etwa wichtiger als unsere Tochter? Aber ich verstehe schon. Zur Not verkaufe ich meine Seele einem Monster, wenn ich dafür nur einen Kuchen bekomme, der sie gesund macht. Ein Monster? Was redest du für einen Unsinn? Das kleine Kuchenmonster. Hallo Wuffi. Warum hast du mich gerade so verliebt angesehen? Ja, ich mag dich auch. Ich würde dich jetzt gerne irgendwie streicheln oder so, aber es geht nicht. Okay, wie ging nochmal Monsterkuchen? Falsch. Habe ich irgendwo das Rezept für Monsterkuchen hier hinterlegt? Bitte einmal nach. Legendo of Zeldado. Monster Essenz, Tabanterweizen, Rohrzucker, Ziegenbutter. Tabanterweizen, Rohrzucker, Ziegenbutter, Monster Essenz. Hab ich Monster Essenz? Monster Essenz. Wie immer fehlt mir der Tabanterweizen. Glaube ich.
Rohrzucker, Tabanter, Weizen, Ziegenbutter, Rohrzucker. Ob ich irgendwo den Weizen herkriege bestimmt, oder? Komm mal mit, Huni. Mir echt sagen, ihr habt hier keinen Weizen im Verkauf? Oh Leute! Habt ihr denn gar nichts? Geh ich jetzt zum Händler meines Vertrauens. Im Dorf des Vertrauens. Bei den Leuten meines Vertrauens. Das Gegenteil von hier. Deswegen ist es auch am anderen Ende der Karte. Akrobaterstein. So, die Pipi sind gerade schlafen. Der Emo-Vogel macht weiter seinen Bogenkram. Ist mir gerade eine Sternstoppe runtergekommen oder habe ich das nur mit so einem Ding da verwechselt? Hi. Ja, ich nehme einmal davon mit. Danke. Oh, und den Weizen. Ich nehme alles. Eine Misa, besser als die Mina von vorhin. Und sonst so? Ja, ich verstehe schon. Keine Rubine, keine Auskunft. Und wieder zurück nach Deppendorf. Wow, ich habe mehr als 120 Schreine gemacht und da oben stehen immer noch nur 120 Schreine. Was ist denn das für ein Beschiss? Jawohl! So, schon mal vorsichtshalber sortieren, danke. Der verdammte Reis und der Weizen sehen sich so ähnlich, das geht nicht. Okay, Sturzflug-Time. Ein Glück brennt da unten immer ein Bock. Taburasa da. Wupp. Okay. Was? Nein, ich laufe schon nicht davon. Keine Sorge. Also, wie war das? Ziegenbutter in die Hand, dazu ein bisschen Rohrzucker und dazu den Weizen. Und nicht vergessen die Monster-Essenz. Okay, und alles schön. Monsterkuchen. Hallo, Schwester. Ah, ich bin schwach geworden. Was möchtest du? Hier, bitte. Was ist das denn? Ein Monsterkuchen? Ist der
Für meine Tochter? Ja? Wieso? Vielen Dank. Der riecht ganz schön streng. Ja, aber ich sollte mich nicht beschweren. Wenn dieser Kuchen meine Tochter heilt, kann er stinken, wie er will. Ich werde sie sofort aufwecken und sie ihn essen, damit sie ihn essen kann. Dann zeig mal. Bam, hingefallen. Dumm, die dumm, die dumm. Ja, das sind hier alle. Rennst du jetzt einfach davon, oder? Vielen Dank. Meine Tochter hat den Monsterkuchen förmig verschlungen. Sie ist schon viel kräftiger geworden. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Ah, ich hab's. Es ist zwar nicht viel, aber bitte nimm es an. Yay. Bitte sprich doch noch einmal persönlich mit ihr. Wenn ich sie gefangen kriege, warte. Ach, gerade kein Pfeil zur Hand. Hey, Honey. Oh, der Eisene, sag mal. Kennst du Monsterkuchen? Er schmeckt wirklich eklig, oder? Aber seit ich den Monsterkuchen gegessen habe, fühle ich mich, als könnte ich Bäume ausreißen. Wenn du mal schlapp bist, sollst du auch mal einen essen. Klar, Honey. Ich ziehe es in Betracht. Okay, leuchtet der Berg? Sehe ich von hier aus nicht. Aber von hier aus. Okay, der Berg nichts leuchten tut. Dame. Kann ich noch nach Kakariko fliegen? Falsch. Kakariko ist mehr so da so. Kann ich mich da kurz ans Feuer setzen, bis es dunkel ist und nochmal oben gucken, ob ich da so ein Rudi-Dings finde und wenn nicht, dann nicht. Dann verschiebe ich das auf irgendwann mal. Auf nicht jetzt. Ich stelle gerade fest, dass ich 4,5 Stunden aufgenommen habe, ohne den Ingame-Ton zu aktivieren. Perfekt! Scheiße. Was besonders toll ist, wenn ich bedenke, was für tolle Lieder da überall waren. Geil. Geil. Na gut, immerhin kann ich Ubosas Ballade so im Nachhinein nochmal aufnehmen. Also kann ich zumindest den Kram wieder mit Ton unterlegen, aber das ärgert mich gerade ein bisschen, wenn ich mal ehrlich bin. Weil das wird kacke, wird das. Schöne Scheiße. Dafür sind die nächsten Stunden wieder mit Ton, das kann ich dann versprechen. Vermutlich. Damn it! Ich überlege die ganze Zeit, ob ich das irgendwie noch nachdingsen kann, den Ton, aber ehrlich gesagt, Zeit. Ich wüsste nicht wie. Jetzt überall Musik einspielen muss nicht unbedingt sein.
Außer halt die Balladen von Cass, die werde ich wahrscheinlich mit den Tracks unterlegen. Zum Kotzen. Okay, wieso kann ich eigentlich nicht bis nachts warten? Morgens ist die Nacht vorbei, mittags ist die Nacht weit weg und abends ist irgendwie immer noch zu früh. Ja, komm, ich weiß, andauernd tauchen diese Mistviecher auf. Warum nicht jetzt? Bom. Ist klar, Nabi. No, it's still not here. Ich meine, werden die Viecher täglich getriggert oder nur manchmal? Das wäre natürlich auch noch spannend. Okay, der Berg fühlt sich gerade nicht so, als würde er leuchten. Was nervig ist. Aber vielleicht kommen sie ja nach Mitternacht. Wer weiß. Und es ist Mitternacht. Gut, lasse ich das für jetzt erstmal. Verdammte Drecksviecher. Gut, wo ist denn der Rest? Müsste der nicht irgendwie markiert sein oder so? Sag ich doch. Na, das ist ja richtig zugänglich. Geil! Na gut, erstmal nach Coronia teleportieren. Dann den hässlichen Anzug anziehen, damit wir nicht in Flammen aufgehen. Die Ausrüstung wechseln, damit wir nicht in Flammen aufgehen. Und abspeichern, weil... Boah, was sagt denn das Laden? Ja, das Laden sagt, ich könnte hier nochmal anfangen. Und die ganzen 4,5 Stunden nochmal spielen, aber ganz ehrlich, nein. Nein, einfach nur nein. Nein, da müsst ihr mal... 1-2 Wochen ohne Ingame-Sound mit ein bisschen Musik rübergelegt auskommen. Tut mir jetzt leid, aber... Nein. Nein. Speichern, ja, bitte.
So. Gut. Von meiner Seite aus, nächste Woche gucken wir mal. Nächste Woche, morgen, gucke ich mal, was das hier mit Rudania auf sich hat. Lieblingstitan, nervigste Recke. Yay. Ciao.